Einen großen Teil der Revolution haben wir im letzten Part schon wieder gesehen. Loki hat die ECW World Tag Television Championship gewonnen. Richtig, Loki ist der Tag Team Champion. Nein, nicht ganz genau, aber... Boah, aber was für ein Finish haben wir da gesehen. Was für ein Finish, und damit sind wir gespannt, was ROH zu bieten hat. Und wir haben schon wieder einen ganz leckeren Main Event. Also Kazai und Mondo, die hängen ja schon irgendwie ein bisschen hart zusammen, oder? Es ist so, Nick Mondo hat sich ja den European Championship, also den Contender-Spot gesichert gegen John Kazai. Aber Kazai will nochmal Rache üben. Wird er die kriegen? Richtig. Ja. Ja, du denkst, Kazai gewinnt? Kazai gewinnt. Ich denke ja, wenn Kazai gewinnt, wird es dann zu einem Triple Threat kommen? Ich weiß es nicht. Ich sag aber, Nick Mondo gewinnt, weil... wenn er schon hier einen Aufnahme-One-Contender macht, dann muss er das auch unangefochten sein. Ich glaube, dann gibt es eher so eine Best-of-Three-Serie, dass es sich dann nächste Woche dann wieder bei Ring of Honor gipfelt, dann das Ganze. Du hast recht, das ist rein theoretisch möglich, dass wir dann noch ein finales drittes Match haben und der Sieger wird dann wirklich den Spot kriegen. Richtig. Möglich ist es, gucken wir mal. Vielleicht ist es ja gar nicht nötig, indem Nick Mondo jetzt einfach gewinnt. Ja, das tut er. Oh. Also damit steht der Number One Contender fest, oder? Damit ist ganz klar, Nick Mondo, den Spot kann man ihm nicht mehr nehmen. Und wir kommen zum zweiten Match. Jay Briscoe gegen Chuck Taylor in einem Last Man Standing Match. Interessant. Äußerst interessant. Und eigentlich musste ich ja zu Jay Briscoe halten, aber ich glaube, Chuck Taylor packt hier den Omega Driver raus und packt es, den aktuellen Tag Team Champion zu besiegen. Also du findest, Chucky T macht's? Ja. Nee, Briscoe. Briscoe? Jay Briscoe macht's, ja. Yes! Boah, fuck! Nice! Chucky T holt sich, wie wahrscheinlich erwartet, mit dem Omega Driver durchs Kommentatorenpult oder so, den Sieg in diesem Last Man Standing Match. Und ich glaube, die Briscoes, also sie haben jetzt schon öfters ein Einzelmatch gehabt, oder? Genau. Waren aber bisher nie erfolgreich, gell? Nee, also die, aber die Briscoes sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Das ist einfach ein Tag-Team, die kannst du alleine nicht unterwegs lassen, ne? Ja, genau. Ist ja kein Barbara Dudley, der gegen Goldberg gewinnt. enough said. Kevin Steen gegen unseren European Champion Nigel McGuinness. Ja. Ja. Lecker. Wer gewinnt? Ja. Lecker ist es auf jeden Fall, die komplette Show ist lecker. Ja. Ich sag's mal so, Nigel McGuinness hat mich in der letzten Woche enttäuscht. Darf er eigentlich nicht nochmal, deswegen jetzt hat Pack das, er gewinnt gegen Kevin Steen. Ach, danke. Danke, 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 Guinness. Danke, dass du dich für Kevin fucking Steen hinlegen wirst. Nein. Doch. Never ever. Ja! Nice! 3-0 für mich, by the way, mit dem Nummer gesagt haben. Vielleicht kommt meine Revenge. Ja. So, viertes Match ist übermächtig. Also wir haben eigentlich zwei Main Events hier. CM Punk gegen Samoa Joe gegen Bryan Danielson in einem Triple Threat Match. Non-Title. Non-Title wohlgemerkt, ich wollte gerade eben sagen, aber trotz allem, Alter. Was ist da los? Verrückt. Was ist da los? Bist du verrückt? Ring of Honor, was ist da los? Mhm. Ja, Joe muss eigentlich was machen, ne? Er hat gegen Claudio verloren. Richtig. Sollte er jetzt auch hier wieder verlieren, dann wirft das natürlich Fragen auf, gegen wen wird er antreten bei Game Over? Oh Mann. Schwierig hier einen Sieger zu wählen. Ich tippe einfach mal ins Blaue und sag's hier im Punk. Das war mir so klar, dass du jetzt auf Punk gehst, ey. Schwer. Ich glaube, Joe macht's nicht. Ich traue es ihm nicht zu, weil die beiden wahrscheinlich alles geben werden, dass gerade er verliert, um sich irgendwie vielleicht ins Titelmatch zu bucken. Ja, aber Danielson ist mir dann doch irgendwo zu schwach, weißt du? Also muss ich eigentlich auf Joe gehen. Müssen tust du gar nichts. Ja, aber ich habe jetzt hier keinen Bock da, Muschi-like jetzt da, auf Punk zu gehen. Also gehst du auf Joe? Ja, komm, ich mach Joe. Der gewinnt das Ding. Ohohoho! Ist das herrlich! CM Punk pinnt Samoa Joe, wie ich's gesagt hab! Oh Mann, ich hab die Chance aufs 5-0, ne? Das
Das wäre mal nett. Jetzt tut's ganz leicht weh schon. Aber jetzt kommt der Main Event überhaupt. Wir haben übrigens wieder nichts an ROH verändert. Also es wird immer so geil gebuckt. Und wir könnten es normalerweise durchlaufen lassen, wenn wir von ECW auf Ring of Honor wechseln. Dass es uns die Leute dann überhaupt glauben, dass wir an der Show nichts mehr machen, so episch gebuckt wie jetzt. Das stimmt schon, ja. Aber man sieht ja schon, dass es jetzt von uns nicht bestimmt ist, weil ansonsten würde das Wort Herausforderungsmatch nicht stehen. Mhm. Denn wir haben ein Number One Contender Match für Game Over. Und zwar geht es um die Tag Team Titles. Und ihr werdet nicht glauben, wer da steht. Die Kings of Wrestling! Ja, Tatsache! Gegen die Strong Style Thugs. Das ist abartig. Der gerade eben neu gekürte Television Champion tritt an gegen die Tag Team Champion der ECW. Mhm. Mit Homicide natürlich. Und jetzt ist natürlich die große Frage: Reißen sich die Kings of Wrestling jetzt nochmal zusammen, weil sie die Chance haben, boah, das ist so interessant, in zwei Brands die Titel zu kriegen? Das ist unglaublich, ey. Mir fehlen auch die Worte. Gucken wir es uns an, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich bitte drum. Wahnsinn. Puh, ich bin jetzt ein bisschen... Ich weiß nicht so genau, wer da jetzt gewinnen wird. Was denkst du? Irgendwie muss ich auf die Kings of Wrestling gehen. Du traust es denen zu? Irgendwas in mir sagt mir, dass es die Kings of Wrestling machen werden. Gut, dann halte ich dagegen. Ich will natürlich die Chance zu einem 5:0 wahrnehmen. Und außerdem glaube ich sowieso, dass Loki alles rocken wird. Nee. Mm-mm. Dafür ist Claudia zu übermächtig. Glaub's mir. Stimmt, das wäre ja dann rein theoretisch die erste Niederlage für Claudia, ne? Ja, das ist korrekt. Aber es ist low fucking key, er macht das. Und außerdem werden sich die Kings of Wrestling hier zerstreiten. Puh, sagst du auch noch? Ja, jetzt Vollgas. Also, nee. Nee. Irgendwo ja, irgendwo aber auch nein. Tja, schwierig ist das jetzt schon aus der Szenerie raus, aber ich glaube, die Strong Style Thugs, dann hätten wir, Briscoe Brothers gegen Strong Style Thugs, aber auch Briscoe Brothers gegen die Kings of Wrestling wäre äußerst lecker, aber dann dürften wir nicht vergessen, die Kings of Wrestling hätten dann zwei Titelmatches bei Game Over. Und dann vielleicht sogar in einem zukünftigen Pay-Per-View vielleicht die Chance auf den WWE-Titel sogar noch irgendwie durch den Zufall. Eher nicht. Ja. Außer sie machen dann hier eine Unification, aber nein. Das glaube ich einfach nicht. Ich sage ja sowieso hier, dass Homicide und Loki hier das Match für sich entscheiden werden. Und ich sag dir auch, wer gepinnt wird, und zwar Claudio. Echt jetzt? Ja. Boah. Naja, also ich sag, dass Homicide von Claudio gepinnt wird. Nein. Doch. Niemals. Doch. Ich glaube nämlich, der Claudio haut dem Chris Hero dann unerwartet einen Uppercut rein, dann kommt Loki mit dem Warriors Way und das ist vorbei. Boah, das ist auch schon ganz schön durchgebuckt in deinem Kopf. Ja, Switch. Ich habe da schon ganz schön schöne Bilder im Kopf, so ist es nicht. Boah. Alter, aber. Ja, aber. Ich bin ja mal gespannt, ich bin jetzt ehrlich gesagt mal gespannt, wenn Hero wechseln will, was dann Claudio macht. Stell dir mal vor, Claudio geht einfach weg. Ja, das ist die Szenerie, die ich im Kopf habe. Boah, das ist bitter, ey. Und dann hätten wir hier so ein richtig schönes Handicap-Match. So ist es. Alter, das wäre so krass. Aber noch ist es ja nicht so weit, dass Hero jetzt irgendwo ansatzweise wechseln müsste. Nö, ich denke, Hero wird sich da auch schön Zeit lassen. Er wird bestimmt aber auch wissen, trotz all der vergangenen Ereignisse, dass natürlich Claudio eben im Moment absolut stark ist. Ja. Und wir wissen ja auch nicht, was wirklich zwischen den beiden passiert ist, als Claudio das Einzelmatch bei ECW hatte. So ist es. Vielleicht war es auch von Claudio einfach nur so ein Wachrüttler. Meinst gegenüber du? Hero. Also so von wegen, hey, kannst du dich an letztes Jahr erinnern, als du mich hintergangen hast, du Arschloch? Bam, ich hau dir einen in die Fresse und backstage kam Hero dann und denkt sich nur, was sollen die Scheiße?
Und anstatt, dass sie sich dann wirklich wieder total verfeinden wie letztes Jahr, sagt Claudio, guckt ihm dann einfach nur in die Augen und sagt, Chris, jetzt weißt du, wie es läuft im Business. Wenn du mich nochmal attackierst, hau ich dich tot. So jetzt. Aber schau an, sie arbeiten sogar zusammen und der Crossbody gegen Homicide. Nice. Weißt du, dass das einfach nur so ein Erinnerungsschlag war, so von wegen, mach nicht nochmal denselben Scheiß wie letztes Jahr. Ja, das kann natürlich auch gut möglich sein. Aber dann haben wir immer noch die Variable Phoenix. Ja, was natürlich jetzt Miss Phoenix jetzt hier zu suchen hat in der ganzen Szenerie, ist fraglich. Ja. Vor allem bin ich auch gespannt, ob jetzt Phoenix während des Matchverlaufs dann nochmal zum Ring stiefelt. Vielleicht ist es ja tatsächlich auch so, dass Claudio und Chris sich jetzt wirklich irgendwie vertragen haben und man wirklich jetzt nur gesagt hat, okay, das war jetzt nur so ein Wink, so von wegen, komm, jetzt machen wir dieses Jahr wirklich mal zusammen und gewinnen alle Titel. Mhm. Und weil letztes Jahr hatten wir keine Titel. Und warum? Weil wir die ganze Zeit uns gegeneinander bekämpft haben. Ja. Und dann könnte es aber sein, dass bei Phoenix einfach mal wieder so, genauso wie letztes Jahr, einfach mal die übelst hinterhältige Fotze ist und dann auf Claudio einredet, so von wegen, Claudio, was soll der Scheiß, Mann? Du kannst mit Chrisio nicht zusammenarbeiten, dem kannst du nicht vertrauen, jetzt hintergeht ihn wirklich und keine Ahnung, beanspruche lieber den Titel für dich alleine und wir holen uns zusammen noch am besten World Title und European Title und keine Ahnung, dass da wirklich dann bei Phoenix diese Rolle spielt. So wie es dann eigentlich letztes Jahr war, meines Wissens noch. Genau, da hatte bei Phoenix ja genauso agiert. Jetzt nicht mit den beiden, aber wo sie dann hinterrücks das übelste Stable aufgebaut hatte und dann richtig auf einmal einen Mann im kompletten Stable, im kompletten restlichen Stable hintergangen. Oh! Was? Moment mal, was? Was? Warum lässt denn bitte jetzt Homicide Loki alleine? Ist jetzt nicht euer Ernst? Hä? Alter, nee. Oh, nee. Ach du Scheiße. Hä? Was macht denn der Homicide? Ich bin gerade entsetzt. Was? Ich sitze hier gerade mit offener Fresse vom Bildschirm und. Ja, ich auch. Hey, was, warum? Hero und Claudio agieren hier zusammen, wie wenn es noch nie irgendwie einen Streit gegeben hat. Und aus dem Nichts verpisst sich dann hier auf einmal Homicide. Weißt du, Loki und Homicide ist jetzt nicht so, dass Loki die ganze Zeit alleine im Ring gewesen wäre und hier einen auf One-Man-Show gemacht hat oder so. Homicide hat ja auch angefangen. Und Loki wollte nach einer absolut schönen, ordentlichen Zeit einfach wechseln. Und dann springt er einfach weg. Ey, ich bin gerade fertig mit den Nerven. Warum? Die Strong-Style-Thugs? Ist das jetzt hier das Ende der Strong-Style-Thugs oder was? Oder wollen sie jetzt einfach nur Hero und Claudio so verwirren, wie sie in den letzten Wochen den gesamten Lockerroom verwirrt haben? Das hatte ich ja auch einmal belegt, dass das Ganze einfach nur Schauspielerei war, damit man die anderen einfach verwirrt und dann sich aber hinterrücks eigentlich das Ganze alles abgesprochen war und die jetzt alle Titel holen. Richtig. Was machst du nämlich, wenn dann auf einmal kurz vor Ende des Matches dann Homicide über die Ringaussperrung geklettert kommt und dann entscheidend ins Match eingreift? Ich glaube nicht. Ich glaube, also in seinem Gesicht habe ich da wirklich irgendwie den Hass gesehen. Ja. Alter, lässt er den Homicide? Weißt du, du hast hier gerade übelst die Chance auf Number One Contender Spot bei Game Over um den ROH Tag Team Title und dann verzichtest du da quasi freiwillig drauf. Richtig. Ey, der arme Loki. Ich meine, ich würde es ihm jetzt schon noch gönnen, wenn er das irgendwie alleine packen würde, aber bitte. Ah, das schafft er nicht. Nicht gegen Claudio und Hero. Nein, nein. Alleine an Claudio wird er einfach scheitern. Ja, klar. Scheiße. Oh, Yakuza kick in die Ecke, Alter. So. Oh! Und da ist der European Uppercut und. Das muss es gewesen sein. Da ist natürlich dann für einen Loki auch dann. Oh. Wow.
War, vielleicht ist Homicide irgendwie gegangen, weil er keinen Bock auf Loki hat, weil er jetzt den Television-Title gewonnen hat oder so? Nein. Nee, weil er sich den Neutralizer fängt. Weißt du, und dann direkt danach fängt er Neutralizer und dann ist vorbei. One. Was? Was? Du, der Loki ist heiß, der lässt sich hier nicht runterkriegen, bloß weil hier Homicide abgehauen ist. Ich meine, er ist unser ECW Television Champion. Oh, schön, der Kickstarter ist an. Boah, das hört nicht auf. Ist das geil, Loki ist on fire. Boom. Kriegt Loki jetzt hier nochmal die zweite Luft, oder? Alter, der Mann, ne? Also einen Loki kleinkriegen ist definitiv ein Kunststück für sich. Boah, ey, der geht ab, der Junge, ist das geil. Komm, Alter, ich würde es ja so feiern, wenn der jetzt irgendwie das Ding hier noch dreht, ne? Das kriegt er nicht hin. Mein Claudio zu pinnen, fände ich auch schon sehr gewagt. Deswegen. Vor allem können wir uns den extra Punkt jetzt sowieso abschmieren, da Homicide nicht mehr da ist. Ja. Boah, aber trotz allem. Nee. Also da müsst ihr jetzt schon mit dem Teufel zugehen, dass Loki das Ding nochmal dreht. Ich weiß nicht, ich warte ja immer noch auf den Wechsel, dass er jetzt irgendwie zu Hero einwechselt, Claudio. Und dann irgendwie Loki ihn einrollt oder so, so wirklich aus dem Nichts. Und Chris Hero kommt wirklich nochmal rein. Aber die Frage ist halt, weißt du, jetzt hat Claudio schon echt gut kassiert, aber Hero wird wahrscheinlich noch ein bisschen zu fit sein. Guck mal, Cover. Was? Nicht mal bis 1. Der Ref war da aber ein bisschen arg langsam, glaube ich. Und er kommt sofort wieder mit direkt Claudio. Der Wechsel? Der ist, ich glaube, der weiß. Claudio ist halt einfach im Moment der stärkste Mann hier im Universe-Modus. Truth and Consequence und... Boah, also Loki, bei aller Liebe, ich glaube da nimmer dran. Ich glaube, das war's jetzt. One. Was? Was? Alter, Loki ist ja mal echt der Hammer. Wahnsinn, setzt noch ein Bulldog nach. Ey, wenn der jetzt hier mit dem Keycrusher kommt, gell? Wow, wow! Alter, kommt da einfach mit dem Enzugiri. Aber Claudio verpisst dich aus dem Ring. Was soll die Scheiße denn jetzt? Stell dich, Loki. Kannst du mir nicht erzählen, dass du jetzt hier vor dem kleinen Mann Angst hast? Oh, not a big boot hinterher. Boah. Alter, ich dachte jetzt echt, jetzt kommt hier der Keycrusher. Das wäre der Hammer gewesen. Ey, das hat auch einen Claudio ausgenockt. Ja, aber das muss es jetzt, wie gesagt, langsamer sein für Loki. Weil schau dir an, wie der hier durch den Ring läuft. Der kann ja kaum noch laufen. Das ist ja das Problem. Da ist ein Claudio halt auch noch zu fit. Ich meine, was will ein Loki auch noch alleine gegen die beiden anrichten, weißt du? Das kann man ihm nicht mal mehr übel nehmen. Aber ich frage mich auch gerade, was Claudio hier gerade beweisen will. Ja, der kriegt den aber auch nicht klein, gell? Ja? Was will Claudio jetzt beweisen? Schau dir den Loki an! Nice! Oh. Und jetzt hat Submission, Alter, das wär's ja! Alter, Gott sei Dank ist hier Chris Hero durch. Ich hätte dem Fall das schon zugetraut. Naja. Und jetzt rast. Ah, jetzt aber. Moment mal. Hero muss raus, zählt doch mal den Hero an. Das Ganze verlagert sich wieder nach draußen. Oh, schön! Oh. Schön von Loki, hat er aufgepasst. Sehr smart von Loki. Alter, es kommt der Keycrusher! Oh nein! Chris Hero ist da! Alter, stell mal vor, Keycrusher außen auf dem Hallenboden, es wäre vorbei gewesen. Und selbst wenn Loki durch Countout gewinnt, er gewinnt. Er gewinnt und er ist dann automatisch Hauptherausforderer. Richtig, und wenn er alleine gegen die Briscoes antreten muss. Nee. Alter, das wäre so gewesen, er hätte der den Keycrusher durchgebracht. Was hätte ich gejubelt? Ja. Alter, jetzt muss Claudio hier Finish machen, weil das wird ganz schön gefährlich für den nochmal. Das wird richtig gefährlich. Entweder, jetzt entweder Claudio finisht jetzt oder er muss jetzt auch unbedingt mal einwechseln. Ja, ja. Weil der hätte jetzt den Keycrusher nicht überlebt. Nee. Und ob ihn Hero jetzt in der aktuellen Verfassung überlebt, weiß ich jetzt schon zweimal nicht. Aber jetzt Cover hier. Oh, schau mal an, es geht nicht durch, weil er angezählt wird. One, two. Oh, trotzdem, es reicht trotzdem. Es reicht trotzdem für Claudio und Chris Hero. Die Kings of Wrestling sind damit tatsächlich Number One Contender auf den Titel der Briscoe Brothers. Richtig, also trotz allem, ich ziehe meinen Hut vor Loki, also auf was der Fall. Alles einstecken müssen, also.
Also der Mann ist auch zu Recht jetzt dann Television Champion, kann man einfach mal sagen. Und ich sag's dir, wäre das durchgegangen, wäre da Claudio und Hero nicht in der letzten Sekunde da gewesen. Das wär's gewesen. Dann wäre das Match definitiv, hätte das ein anderes Ende genommen. Wow. Da Respekt. Sehen wir das Cover. Die Kings of Wrestling, muss man aber auch mal wieder sagen, haben wieder fantastisch zusammengearbeitet, wie auch bei ihrem Titelsieg, aber ich bin gespannt, was jetzt noch passiert. Richtig. Feiern? Es wird was passieren. Warte. Was? Ich krieg die Krise. Was? Ich heul gerade. Willst du mich verarschen, Olli? Alter. Weißt du, was das bedeutet, Mann? Fuck. Vielleicht war das alles geplant von Anfang an. Homicide hat sich einfach verpisst und Loki, was weiß ich, egal ob es abgesprochen war mit Homicide, dass die beiden jetzt vielleicht kein Team mehr oder so machen, vielleicht war das der Plan, dass Claudio und Loki einfach zusammenarbeiten und wir haben hier gerade ein völlig neues Team für RH gebildet, nämlich Claudio Castagnoli und Loki. Boah. Und jetzt kann ich mir auch vorstellen, warum der Keycrusher nicht durchgegangen ist. Ich glaube, Loki hat sich extra die Zeit gelassen, bis Hero kommt und dann den Save macht. Damit gerade Hero da nochmal so leichtgläubig und top motiviert in das Match reingeht. Alter, ich bin fertig mit den Nerven. Alter! Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Claudio und Loki. Freunde, schreibt eure Gedanken über diese Bilder bitte in die Kommentare. Ich bin fassungslos. Ja. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen, verabschieden uns und sind einfach nur mehr als heiß auf die letzte Woche vor Game Over.